Ja, wo ich in der lieben neuer Part Mystic Quest Legend am Start. Und wir sind noch nicht im Lavadom, sondern erst im Donnervulkan. Dem Vorgänger des Lavadoms. Und da ich nicht genau weiß, wohin. Trotz, dass ich es erst gestern und vorgestern gespielt habe. Ja. Halten wir uns mal mit den Monstern auf die rumlaufen. Ist ja nicht schlimm, also. Macht ja kein Problem. Oh, wenn du meine immer verlieren willst. Na, 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 na. Und Tschüssikowski. Man findet hier, glaube ich, auch doch die Nebelmaske, von der die Rede war. Gut, ich habe jetzt nicht mit jedem Monster aufhalten. Da ist sie ja. Da ist was in der Kiste. Da, wo muss ich jetzt hin? Und ich weiß, wie ich da hinkomme. Auf ganz simplen Wege, glaube ich. Das meine ich, das in Erinnerung zu haben, komme ich wieder hin. Genau. Das Hündchen hier besiegen. Das ist nämlich ein dreiköpfiges Hündchen. Ein Fifi. Versuchen wir dich mal da auf den Weg zu räumen. Du störst mich sowieso nicht. Ich kann dir irgendwie nicht leiden, diese komischen Hunde da. Wir haben auch einen Namen Centaurus oder sowas, ne? Egal. Ich habe auch gar nicht hingeguckt, wie der heißt. Naja, macht nichts. Gib mir meine Kiste. Ich Kiste wollen. Oh, ich habe die Nebelaura gefunden. Eine neue, super starke Attacke. Aber ich bin mir sicher, man kann hier auch noch irgendwo. Die Nebelmaske finden, die wir brauchen, um die Monster zu sehen im Nebel, da oben auf dem Berg. Auf dem Todesberg. So ein bisschen Parallelen sehe ich da schon zwischen Ocarina of Time und das hier. Und dem hier, obwohl Zelda mit Final Fantasy eigentlich nichts zu tun haben sollte. Aber so ein bisschen ist das komisch. Da kommt da noch was im Wald, was wirklich, wirklich, wirklich sehr an Ocarina of Time erinnert. Da habe ich gedacht, what the fuck haben die das wohl? Hat Nintendo das von sich selbst geklaut von Final Fantasy? Au, da war ein Gegner, den ich nicht gesehen habe. Ja, hier oben müsste ich die Maske finden. Hat Nintendo schon vorher bei der Erstellung von Mystic Quest irgendwie Sachen gemacht, die sie toll fanden und später bei Ocarina of Time wiederverwertet, nur halt anders benannt, so wie hier zum Beispiel Todesberg, würde ich schon sagen, das könnte eine gewisse Parallele sein. Obwohl es ja Lavadom heißt, aber trotzdem. Feuer, Vulkan, Hitze, weiß nicht, es ist ein bisschen merkwürdig. Lala. Ja, da komme ich sowieso nicht zu so einer blöden Kiste, hätte ich mir das eigentlich ersparen können. Barikowski. Und das im Wald wird auch lustig. Lange und aufwendig, so wie hier. Aufwendig wie hier im Lavadom. Klar, die Level werden immer länger und verwirrter, verworrener. Immer mehr Labyrinth, habe ich das Gefühl. Tschüss. Wieso laufe ich hier überhaupt hin? Das fängt weiter als der Kiste. Vor der Kiste steht garantiert auch noch ein Monster. Nee? Oh, mit 10 Bomben. Wahnsinn. Welch Aufriss ich mache für die 10 Bomben. Gut. Wenn ich die Gegner nicht besiege, die 10 Bomben immer noch. Also heißt wohl, ich muss. Nee, da muss ich nicht hin. Ach, ich gucke einfach mal nach. Man will ja nichts verpassen, ne? Die schönen roten Kisten sind ja immer den Aufwand wert, weil man immer was Wichtiges drin findet. Magie oder positive Zauber. Sprich Heilzauber und sowas, weil da fehlt ja noch der Lebenszauber. Um seinen Partner zu beleben. Wo geht's da hin? Ich bin neugierig, wahrscheinlich nur zu irgendwelchen Kisten, die ich nicht will. Diesen braunen. Nur Mist drin ist. Was man am meisten braucht, Zaubertränke, kann man nicht, die findet man so gut wie nie in dem Spiel, habe ich das Gefühl. Da habe ich jetzt ein oder zweimal Zaubertränke gefunden. Gut, dass man sie kaufen kann in Feuerburg. Und dass ich mir genug gekauft habe bis für den ganzen restlichen Weg. Ich versuche ja auch, soweit es geht, meine Zauber zu sparen, damit ich das nicht alles missbrauchen muss dann. Und nicht so schnell wieder zurück muss zum Kaufen. Nicht, dass ich kein Geld hätte. Man kriegt dann am Kampf immer genug Geld. Das rentiert sich ja mit der Zeit.
Boah, ich sehe auch nichts. Ich wollte eigentlich nur ein Stück laufen, damit ich sehe, was da unten kommt, aber... Scheiße. Pump ihnen die Städte weg. Vorbei ist vorbei, ist so vorbei. Und tschüss, Nana. Ich mache ein Lied dafür. Ah, na gut, jetzt können wir den auch noch besiegen. Ich hab ja gewusst, dass ich dann nur zu so scheiß braunen Kisten komme. Naja, immerhin Punkte für Jeff. Kommt da Rubens stufenmäßig leer, das ist auch ganz schön. Hat schon eine Stufe. Yeah, Stufe 20 für Jeffrey. Ambrosia. Heiltrank. Oh Mann, ich krieg mich nicht. Ich hab da nicht genug von. Naja. Hüpf, 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 hüpf. Und eins und zwei und hüpf. Okay, der ist hinten, nach unten. Ich muss ja sowieso darüber. Dann geht's nämlich so weiter. Weiter und text. Ich sollte mal den Soundtrack hochladen auf meinem Musikkanal, glaube ich. Ich hab den ja auch. Schon länger. Das sind auch so eingängige Melodien, wie zum Beispiel bei Yoshi's Island. Da singt man ja auch immer mit. Man kann es versuchen, aber man singt immer irgendwie mit. Man findet sich dann dabei, wie man doch mitsingt. Mein Mikro fällt bald wieder runter. Ich muss wieder einen Teaserfilm festkleben. Ja, ich habe so ein komisches Mikro an meinem Headset, das immer wieder runterfällt. Wo ich Teaserfilm dran machen muss, damit es hält. Aber naja, das Ding hat 10 Euro gekostet, das will ich verlangen. Ist von Philips und das ist gut. Obwohl ich überlege, mir ein anderes zuzulegen. Schauen wir mal. Komm her, du. Centauri. Jetzt kann ich mal gucken, wie der heißt. Was? Tränenmeere? Alter, ihr habt Namen. Ich hab's vergessen. Ich bin nur froh, dass die Eiswelt vorbei ist und dieses irgendwie meine Hasswelt im Spiel. Ich weiß auch nicht, gefällt mir überhaupt nicht. Wohin müssen wir? Ich glaub, nach unten müssen wir gehen. Sicher bin ich mir da nicht. Na, ich bin mir gar nicht sicher. Ich hab mich verlaufen. Heiltrank. Gegner. Kein Gegner hier. What the fuck? Hä, hier müssen irgendwo Gegner sein, aber auf jeden Fall muss ich hier irgendwo mal die Maske finden. Du machst Gold. Den Film muss ich mal wieder gucken. Hallo, Maske. Ja, dass da einer ist, war mir irgendwie klar. Nicht leckern. Kommt zwischendurch immer mal wieder vor, dass er einen Leggy haben muss. Finde ich supi. Dieses läuft jetzt einigermaßen, also flüssig auf die Größe mit Aufnahme. Aber das liegt am Game Booster. Yeah, am Game Booster. Immer wenn ich den einstelle, wird 44-46% meiner Leistung erhöht. Zumindest steht's da. Und das ist gut. Na doll. Komm ich jetzt zur Maske? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt irre ich hier schon wieder rum auf diesem Vorberg vom Lavadom. Und finde nicht, was ich suche. Eins. Das war aber viel. Ah, da haben wir doch, was wir gesucht haben. Was ich gesucht habe. Maske. Erdendonner. Muss es dann nicht auch deinen Freund da treffen? Ist schon ein bisschen unfair. Wenn man in einem Doppelkampf mit Pokémon Erdbeben einsetzt, dann trifft man auch grundsätzlich seinen Verbündeten. Das ist hier irgendwie nicht der Fall. Ey, du Pisser, hör mal auf hier. Ich kann doch keinen angreifen, der im Schlaf liegt.
du doof? Siehst du, das ist die Rache von Rubens. Rubens Rache. Nebelmaske gefunden. Wie? Jetzt kann ich alles sehen, was im Nebel verborgen liegt. Was im Nebel vor sich hin. Wittert, da seht ihr, jetzt kann man das Hündchen da aufschwingen sehen. So, wo muss ich jetzt hin? Oder nicht den ganzen leidigen Weg wieder zurück. Ah, ich muss da hoch, okay. Jetzt sehe ich ja auch, wo das Monster rumsteht, muss ich auch hin. Ja, und er steht mir natürlich im Weg. Aus dem Weg, du Zentauri! Welche Zentauren sind? Zentaurus? Oder ist das dieser dreiköpfige Hund? Ne, es ist Cerberus. Cerberus. Von Kingdom Hearts. Wehe, ihr bringt uns jetzt um. Ich hätte mal heilen müssen. Wusch. Tisch. Tschüss. Wo ist deine verschütteten Zentauris von mir? Ja, der gehe ich jetzt vorbei. Sofern ich vorbeigehen kann, gehe ich auch vorbei. An dir komme ich auch vorbei. Hihi. Du stehst ein bisschen blöd. Hättest du dich hier reingestellt in den dünnen Weg? Ich heile mich erstmal. Wir müssen es eigentlich bald zum Gegner hier, zum Bossgegner geschafft haben. Endlich, nach fast 12 Minuten Suche. Koma-Klinge. Ah, du bist ein Pisser. Mit deinem halben Schwert, da sind mir viel von übrig. Wieso erinnern mich diese Skelette immer an den einen, mit dem man ein Wettrennen bei Majora's Mask machen muss? Da, irgendwie. Wo muss ich jetzt wieder hin? Ich habe keine Ahnung. Oh, excusez-moi. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Widersteht der Attacke. Der hat überhaupt kein Problem mit Eis. Das ist eine Attacke. Disco-Musik schläfert dich ein. Ich wusste nicht, dass man bei Disco-Musik einschläft. Ist oh, irgendwie auch nichts in der Sache. Na, na. Muss ich nicht hin? Ich heile mich mit F. Das ist ein bisschen schlecht. Klar, wenn die mit Angriffen schon 255 abziehen können, dass man dann schnell mal runterfällt mit den Punkten. Ah, Emulatoren sind doch was Schönes. Dafür, dass ich denke oder dass man allgemein denkt, dass Emulatoren nicht so ganz legal sind. Ist es aber komisch, dass bei der Big Bang Theory, ah, da ist ja unsere Gegnerin, dass Sheldon da unten auf der Treppe hockt und Penny erzählt, dass er Super Mario 64 auf einem schlecht programmierten N64-Emulator spielt. das ist schon komisch, muss man sagen. Spätestens, wenn ich das gesehen hätte und wäre nicht schon Let's Playerin, hätte das nicht alles schon selber irgendwie auf meinem Rechner, hätte ich danach gesucht. Emulator, was ist das? Gleich mal suchen. Zum Glück habe ich das schon vor 3 Jahren ausgefunden, was es ist. Ungefähr 3 Jahre ist jetzt schon hier. Nee, vor 3 Jahren hatte ich noch nicht mehr Internet. So, diesmal. Mal Rucksack. Speichern hier. Setzen auch noch ein Safe State und sehen uns wieder im nächsten Part. Mystic Quest Legend bei der Medusa. Das kann ich ja schon mal sagen. Also, bis dann.